Sie sehen, die Verjüngung des ZDF schreitet unerbittlich voran. Wenn auch nur für eine Woche. Mein Name ist Till Reiners und ich bin heute die Vertretung für Oliver Welke. Ja, er hat leider Corona. Wir wünschen gute Besserung hier aus dem Studio. Und ich meine, als treuer Systemsklave mit seiner Heute-Show ist er ja einer der Superspreader der Pandemielüge. Ja. Aber jetzt übertreibt das wirklich ein bisschen, oder? Wirklich, ist ganz komisch. Da kannst du dir sonst was holen, offenbar. Da muss ich ganz kurz mal nachwischen in eigener Sache. Nein, kleiner Spaß, lieber Olle. Ich vertrete dich jederzeit gern, auch wenn da Affenpocken kommen oder so. Ja. Einfach mal durchklingeln. Die Heute-Show nach der Wahl in Niedersachsen. Rot-Grün hat gewonnen. Trotzdem muss man sagen, eine ordentliche Klatsche für die Regierungsparteien. 14,5% für die Grünen, die noch in Umfragen bei 20 lagen. Die FDP ist gar nicht drin im Landtag. Und die SPD war auch nur erfolgreich, weil... ja, wegen Wahl. Also, Amtsbonus halt. Auch wenn Sie sich jetzt fragen, warum ist die FDP so abgeschmiert? Die machen doch supergeile Politik im Bund. Die wurde total missverstanden. Die FDP wird oft missverstanden als eine Partei, die nun plötzlich auch links der Mitte positioniert sei. Die FDP links, oder was? Ja, das ist schon der beste Gag der Sendung, glaube ich. Wie viel Kleber muss man schnüffeln? Wie viel goldene Springbrunnen muss man haben, um die FDP für eine linke Partei zu halten? Die wurden abgestraft, weil sie in der Ampel ständig auf der Bremse stehen. Oder wie sie es selber formulieren... Viele unserer Unterstützerinnen und Unterstützer fremdeln mit dieser Koalition. Kein leichtes Bündnis für die FDP, das war von Anfang an klar. Ein wesentlicher Teil unserer Wählerinnen und Wähler nach wie vor mit der Ampel in Berlin fremdelt. Fremdeln mit der Ampelkoalition. Das ist für uns ein gewöhnungsbedürftiges und ein schwieriges Bündnis. Mit Sozialdemokraten und Grünen, das ist herausfordernd. Und die Stimme der FDP in dieser Koalition muss künftig noch deutlicher erkennbar sein. Warum dauert es so lang und warum kommt es so spät? Sie hörten die Stimme der FDP. Mir ist das jetzt schon zu deutlich erkennbar in der Regierung. Die vierte Wahlschlappe in Folge nach Saarland, Schleswig-Holstein und NRW. Und das Schlimme ist, jetzt werden die Liberalen richtig durchdrehen und noch mehr Zugeständnisse von SPD und Grünen fordern. Ich kann nur an die Grünen appellieren. Ihr müsst jetzt die Erwachsenen sein in dieser dysfunktionalen Ampelfamilie. Ja, was ist die Frage? Ja, ist ja gut, sorry. Mein Gott, wie argo ist er denn? Dieses Rumgehänge mit der FDP, das tut ihm nicht gut. Nichts ist gefährlicher als ein angeschossener Parteizwerg. Die heulen ja jetzt nur noch rum. Der Bundestagsabgeordnete Schäffler spricht von einem Mühlstein um den Hals der Partei. Der ehemalige parlamentarische Staatssekretär Sattelberger schreibt bei Twitter, die Ampel sei eine politische Vergewaltigung der FDP. Ja, und die FDP kann auch nicht mal ins Frauenhaus, dafür haben sie zu wenig Frauen. Es ist krass, dass ich das erwähnen muss, aber Vergewaltigungsmetaphern waren schon falsch, als man noch alles sagen durfte. Die FDP ist die Wegfahrsperre der Regierung. Es ist immer das Gleiche, wenn die FDP mal mitregiert. Schon zu Merkel-Zeiten flogen sie nach und nach aus 7 Landtagen. Man könnte was draus lernen, aber man kann ja auch jammern, wie Christian Lindner. Schlimm, was unser Finanzminister erleiden muss. Ein regelrechter Opfergang. Gibt's schon im Berliner Dom als Kirchenfenster. Ja. Die Passion Christians. Seht, ehe der Habeck dreimal kräht, wird er mich verraten. Und Saskia Esken erhöht Hartz IV um 50 Silberlinge. Im Porsche-Club wird er von seinen Arbeitgeberfreunden gegeißelt für die Erhöhung des Mindestlohns. Hier, seht, er trägt die dornige Chancenkrone. Wie auch die Schuldenlast für alle unsere Sünden. Er ruft, freier Markt, warum hast du mich verlassen? Die Passion Christians Ostern auf RTL. Profiteure des Ampelchaos gibt's auch. Die AfD holt über 10%. Und das mit einem Landesverband, den niemand kennt und in dem sich alle hassen. Tja, Niedersachsen sind halt am Ende des Tages auch nur Sachsen. Auch die CDU sollte sich fragen, wieso sie eigentlich nicht zulegen konnte, sondern das schlechteste Wahlergebnis seit 1959 eingefahren hat. Was? Ist gar nicht so? Und nur das schlechteste Wahlergebnis seit 1959 stimmt insofern nicht, als weil wir bei der Bundestagswahl ein schlechteres noch hatten. So, ja? Und bei der nächsten Bundestagswahl werden wir sogar noch schlechter.
Merz muss es wissen. Er wollte ja schon seit 1959 Parteivorsitzender werden. Übrigens, was haben Friedrich Merz und Greta Thunberg gemeinsam? Ja, sie werden beide nie Bundeskanzler, aber das ist noch nicht alles. In der ARD sagt Greta Thunberg, wenn die Atomkraftwerke schon laufen, wäre es ein Fehler, sie abzuschalten und sich der Kohle zuzuwenden. Okay, Greta Thunberg will AKWs weiterlaufen lassen. Ja, wie die meisten wird auch sie im Alter immer konservativer. Noch ein, zwei Jahre, dann schreibt sie ein Buch mit Peter Hane. Die nächste Mammutbaustelle der Regierung ist auf jeden Fall die Energiekrise. Wir müssen alle 20% Gas einsparen. Nur so lässt sich die ganz große Rezession noch verhindern. Hätte man ahnen müssen, dass uns die Abhängigkeit von Russland irgendwann um die Ohren fliegt. Sag nicht ich, sondern dieser Putin-Experte. Was ist mit den Energielieferungen? Denn auch die nutzt der russische Präsident als Waffe. Ich war mir immer sicher, dass er das tun würde. Ja. Er hat es schon immer gewusst. Aber er wollte, dass wir da selber drauf kommen. Währenddessen zerfleischen sich Habeck und Lindner monatelang wegen Gasumlage und AKW-Laufzeiten. Seit Kriegsbeginn ist klar, Energie wird teurer und das trifft arme Haushalte am härtesten. Jetzt musste eine Expertenkommission kurz vor knapp überlegen, wie kann man staatliche Hilfen gerecht verteilen. Oder? Das war denen doch das Wichtigste, das mit der Gerechtigkeit, oder? Und unsere erste Priorität im Einklang mit dem Auftrag der Bundesregierung war, schnell zu sein. Ja, und die Aufgabe war ja auch ganz einfach. Ne? Niemand soll frieren, Arme müssen stärker entlastet werden als Reiche, aber nicht zu doll, denn die Leute sollen trotzdem Gas sparen und alle drei Ampelparteien müssen damit leben können und dafür habt ihr ein Wochenende Zeit. Go! Dafür ist das Ergebnis gar nicht schlecht. Der Staat erstattet die Abschlagszahlung für Dezember. Ab März sind 80% des Vorjahresverbrauchs gedeckelt. Gerecht ist das alles überhaupt nicht, denn der Mieter in einem Mehrfamilienhaus soll mit knapp 1.200 Euro entlastet werden, die Besitzerin einer Villa mit Pool mit über 9.000. Warum? Ja, welche dieser drei Parteien könnte ein Interesse haben, dass nicht nur Bedürftige was kommen, sondern auch Reiche? Ich komme nicht drauf. Dabei hätte es eine einfache und faire Lösung gegeben. Bis zu einer gewissen Einkommensgrenze erhalten alle eine Einmalzahlung. Wer mehr verbraucht, zahlt selber. Geht aber nicht, sagt Christian Lindner. Denn dafür müssen Steuernummer und IBAN zusammengebracht werden. Das dauert mal eben 18 Monate, diese ganzen Daten zusammenzubauen. 18 Monate? Überlegen Sie mal, das erlebt Christian Lindner vielleicht gar nicht mehr als Minister. Leute, die sich auskennen, sagen übrigens, das Argument ist nur vorgeschoben. Trotzdem arbeitet die Regierung jetzt mit Hochdruck an einer Lösung. Von den Machern von Wir wissen nicht, wer in diesem Land geimpft ist und wie oft und Tempolimit geht nicht, weil wir haben zu wenig Schilder, kommt jetzt das Megaprojekt. Die Verknüpfung von Steuer-ID und Kontonummer. Das haben bisher nur Länder wie Österreich geschafft. Wir haben zwar das Auto erfunden, die Rakete und den Computer, aber zwei Nummern verknüpfen, die eine unterschiedliche Anzahl an Ziffern haben? What? Unter Berlin wird dafür ein gigantischer Teilchenbeschleuniger gebaut. Von der einen Seite wird die Steuernummer losgeschickt und prallt im Collider mit der Kontonummer zusammen. Mit etwas Glück erleben wir dann in wenigen Jahren die Geburt einer Einmalzahlung. Die Verknüpfung von Steuer-ID und Kontonummer. Wenn das möglich ist, schaffen wir es vielleicht auch, dass man seine Reservierung auch im Ersatzzug behält, wenn der ICE mal wieder ausfällt. Wir freuen uns drauf. Ja. Aber die hohen Energiepreise werden leider nicht so schnell verschwinden. Dazu warnen jetzt viele Experten schon vor Stromausfällen. Ein wirklich langer, bundesweiter Blackout ist zwar sehr unwahrscheinlich, aber auch nicht auszuschließen. Was dann zu tun ist, weiß Gisa Flake. Gisa Flake will ihrer Familie den Ernst der Lage klarmachen. Der Blackout ist eine reale Gefahr, auf die man sich vorbereiten muss. Also meine Süßen, das ist kein Spaß mehr. Ihr glaubt gar nicht, was da alles dranhängt an dieser ganzen Stromversorgung. Kein elektrisches Licht, keine Heizung, kein fließend Wasser. Wir können auch nicht mal mehr dann aufs Klo gehen. Naja, also wir können schon dann ein bisschen, aber irgendwann halt nicht mehr. Marius? Marius, Schatz,
Würdest du bitte zuhören, ja? Wir können dann auch nicht mehr aufs Klo gehen. Geh ich halt in den Garten. Du kannst dann auch nicht mehr dein Handy aufladen? Na und? Ich habe eine Powerbank. Wie schön für dich. Der WLAN-Router ist dann auch aus. Alle Experten raten, Vorräte, also Wasser und Essen, für 2 Wochen immer im Haus zu haben. Das macht auch durchaus Sinn. Muss ja ein bisschen halten, damit... Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Na, wir haben gedacht, es ist Armbrot. Gisa Flake hat die Schnauze voll. Sie beschließt, mit ihrer ignoranten Familie ein Wochenende ohne Strom realistisch zu simulieren. Mama, irgendwas ist mit dem WLAN. Ganz wichtig natürlich, Trinkwasser. Mein Tipp, lassen Sie einfach Ihre Badewanne mit frischem Wasser volllaufen. Das macht mindestens 200 Liter. Was? Nach nur 10 Minuten Blackout lebt Familie Flake wie einst ihre Vorfahren in der Steinzeit. Alte Instinkte setzen wieder ein. Sogar die Sprache degeneriert. Fleisch, gut. Ja, finde ich auch. Woher ist das? Hatten wir das noch? Ja. Gute Nachrichten. Die Binkes von nebenan haben eine Bofrostlieferung bekommen. Die holen wir uns. Ja! Ja! Der Blackout. Gott steh uns allen bei. Die haben gesagt, ich soll meinen Lieblingswitz erzählen. Ja, das mache ich gerne. Also, kommen ein Pferd, Jeff Bezos und der Papst in eine Bar, sagt der Barkeeper, abonniere endlich den verkackten Heute-Show-Kanal! Also, geht doch!